Welch böse Dinge wohl in diesem Wasserturm lauern? Vielleicht die Animaniacs? Ob sie in diesem Wasserturm wohnen? Wir werden es herausfinden in Alan Wake, wo wir gerade sind. Ich bin Mr. Katafi und ich habe mich in der letzten Folge dumm angestellt, die Dunkelheit zu besiegen. Gucken wir, ob ich mich diesmal besser anstelle. Okay. Ja, hier muss ich auch lang. Hier ist auch noch eine Seite. Hallo, Seite. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Ach du Schande. Also, ich hoffe einfach mal, dass sich der obere Teil des Textes auf den FBI-Agenten bezieht. Aber der letzte Teil, der letzte Satz, der macht Mut. Oder so. Hallo, ist da unten jemand? Wenn ich hier runterspringe, bin ich bestimmt tot. Oder ich bin wieder ganz am Anfang irgendwo, wo wir am Anfang rumgekraxelt sind. Ich sehe spontan auch nichts, was irgendwie meine Aufmerksamkeit auf sie ziehen sollte. Alter, diese Soundatmosphäre ist auch so gut gemacht. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Stephen King. Mag man ja geteilter Meinung sein. Also ich weiß... Höchst Hochleistungstaschenlampe. Natürlich. Was ist jetzt das Tolle an der Hochleistungstaschenlampe? Ich hab sie auf jeden Fall. Das ist schon mal toll. Was natürlich auch heißt, dass wenn ich jetzt eine neue Taschenlampe habe, sicherlich auch ja, Gegner kommen, die die benötigen. Ja, Stephen King mag man ja geteilter Meinung sein. Ich weiß, dass Stephen King nicht von jedem gemocht wird. Ich persönlich mag auch nur einige seiner Bücher, nicht alle. Aber zum Beispiel den Dunklen Turm liebe ich. Also die jetzt mittlerweile ja 8 Teile. Da hat er jetzt Band 4,5 vor kurzem rausgebracht. Dort hinten ist ein Generator. Wenn ich hier runterfalle, ist Action. Ist doch klar, das ist eine Arena. Schau dich das an. Ich laufe gleich erstmal jetzt zum Generator, oder? Was bist du? Nee, du bist ein Türschloss. Brauche ich gar nicht. Okay. So, hier Revolvermunition. Wie bitte? Ja, hallo? Ich bin bewaffnet. Mit einer Hochleistungstaschenlampe. Ja, ist die Dunkler Turm. Total tolle Reihe, finde ich persönlich. Ich liebe sie. Und er hat ja jetzt den 4,5. Band rausgebracht. Der, den ich auch hier noch... Den habe ich noch nicht geschafft zu lesen. Der liegt aber schon bei mir rum. Komm ich hier hoch? Alan, kannst du hier hochklettern? Alan, kannst du hier hochklettern? Alan, warum kannst du denn hier nicht hochklettern? Alan, einfach mal die Arme hoch. Arme hoch! Ach, Alan. Okay. Diese Fässer sind auch obskur. Warum sind... Warum sind hier Fässer? Ja, gut. So, genug hier rumgedödelt und über Stephen King geredet. Was haltet ihr denn von Stephen King? Schreibt es mir doch mal. Gehört ihr eher zu denen, die ihn als... gut... Ja, habe ich. Lauf, Alan! Oh Gott, was bist du denn bitte für ein freundlicher Herr? Wow, nein.
hier auf die größere Waffe wechseln. Flieg und Sieg, mein Freund. Okay, ja, aber die Dunkelheit ist noch da. Das heißt, hier werden weitere frischfröhliche Gesellen auftauchen. Aber ich habe einen Kontrollpunkt. Oh, und die Dunkelheit ist zwar da, aber nicht mehr so bedrohlich. Genau, gehen wir doch in eine alte Halle hinein. Das wird bestimmt lustig. Au, au, au. Alter Finne. Bin halt tot schon wieder hier. Ihr seht das ja, das ist der rote Balken oben links. Links ist das, Mr. Katafi. Links und rechts, ja, da wo der Daumen links ist. So, da steht was. In light you can... Ach, echt? Ganz ehrlich, wie ist man bis hier hingekommen, ohne diese Information zu haben? Naja, egal. Ich frag mich auch, wer das schreibt, ne? Das ist... Oh Gott, ein Fernseher. Kontrollpunkt. Fernseher? Na komm, sprich mit mir. Ach, ich kann einschalten. Könnte das sein, dass wir denn vielleicht eine neue Folge von... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Na komm, machen wir sie an, dann hören wir's. Ja! Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Night Springs, genau. So oft haben die Sterne recht. In Night Springs. Heute Abend Familientreffen. Journalist Alvin Dernitz' Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Night Springs war weniger als erfolgreich. Bis heute. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Derleth, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst, ich halte mich raus und sehe zu. Eigentlich dachte ich, dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Klingt bisher wie ein Porno. Natürlich, Mr. Derleth. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Bisher bleibt es bei einem Porno? Das ist kein Porno mehr. Oh, Mr. Dernisch. Der Bewohner des Fleisches, Nixie Pirka. Er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen unheimvoll beherbergen. Ja, wie ihr gemerkt habt, der ist ein bisschen lauter gemacht, also auch die Hintergrundgeräusche waren ein bisschen lauter, nur weil das ist ein bisschen sehr leise immer. Und das ist sehr cool eigentlich. Ich finde, sowas ist, ich hab das ja schon beim ersten Mal gesagt. Finde ich gut. Und jetzt? Jetzt? Was mache ich denn hier? Durch die Tür gehen vermutlich. Ja. Hallo? Ich will hier gar nicht runter. Zug dort. Eine Manuskriptseite. Hallo. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort.
Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Oh, klingt das einladend. Und der Entführer schon wieder... Na, Framerate, fang dich. Vorne steht ein Auto im Licht. Davor ist eine große Arena. Yay, Arenen. Und wir kommen nicht mehr hoch. Ja. What? Stimmt, da war was. Ich erinnere mich an eine Seite mit einem Bagger. Ah ja, macht ihr mal. Junge, was ist das? Problem. Das sind Endgegner. Wie cool. Der überfährt auch seine eigenen Leute. Au. Junge. Okay, jetzt ist der... Ah, er ist immer noch nicht weg. Kommt wieder. Was mache ich denn mit dem, wenn ich die Dunkelheit und dem besiegt? Vielleicht kann ich dann den Fahrer erschießen. Das wird sein. Da ist noch eine Türsche. Na. Ausgewichen. Ich glaube, es kommen hier auch immer mehr. Der Revolverschreiber, schon wieder irgendwie ein Achievement. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem? Ich muss den immer noch anleuchten. Hier, leuchte du mal ein bisschen. Dezent verfahren. Autsch. Kann ich mal ganz kurz hier die Lithium-Batterien haben? Mach mal auf, schneller. Yes. Geschafft. Schwermetall. Und jetzt nur noch du hier. Noch einer? Nee. Alter Finne, was ein... Huiuiuiui. Interessanter Endkampf. Wir nehmen erstmal wieder alles mit, auch wenn ich bezweifle, dass ich das jetzt noch brauche. Ich schätze mal, nach diesem Endkampf wird dieses Kapitel auch sich dem Ende wieder nähern. War ja bisher immer so. Und dementsprechend sind das eher... Dinge, die ich hätte in diesem Kampf verwenden können. Uiuiuiui. Interessant, mal wieder. Es ist Abwechslung. Das ist Abwechslung. Ich meine, du kannst in so einem Spielprinzip nicht so riesengroße Sprünge natürlich machen, aber gegen einen Dunkelheitsbagger fahren ist, kämpfen ist schon was Neues. Finde ich gut. Finde ich cool. Und wir haben es gelesen vorher. Das ist noch cooler. Ich erinnere mich nämlich, dass da irgendwo so eine Szene war in diesen Manuskriptseiten. Ich könnte sie... Da! Wake wird von einem Bulldozer angegriffen. Der Motor des Bulldozers sprang tosend an. Matsch und Steine flogen, als er sich in Bewegung setzte. Er traf die Mauer und landete schwer im Freien. Wäre er ein Tier gewesen, hätte er den Kopf geschüttelt, die Augen auf mich gerichtet und angegriffen. Natürlich besaß er weder Kopf noch Augen. Schatten huschten über seine Gestalt, verformten ihn zum Monstrum. Dann griff er mich an.
Genau, und das hatten wir gerade. Sehr geil. Wir haben aber... Alter, das Kapitel kann noch lange nicht vorbei sein. Da kommt noch, das war nur ein Zwischenkampf, wie es scheint. Tja. Und ob dies wirklich nur ein Zwischenkampf war, oder ob es mit diesem Auto vorbei ist, das, meine Freunde, werden wir in der nächsten Folge zusammen erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir nochmal, was ihr davon gehalten habt. Wenn euch das gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Ich weiß nicht. Findet ihr, sagt mal ehrlich, ich möchte wirklich eine ehrliche Meinung von euch. Findet ihr es, oder findet ihr sowas nervig, wie man sagt, wenn ihr es gut findet, teilt es mit euren Freunden, tralala, damit der Kanal wächst. Oder findet ihr, sagt ihr, es ist okay, weil man muss ja auch irgendwo auf sie aufmerksam machen und deswegen findet ihr es okay. Sagt mir doch bitte, bitte mal, was ihr dazu sagen habt, dazu sagt. Ihr wisst schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschö, tschö.